Es wundert Sie sicherlich nicht, dass wir Ihre DNA am Tatort gefunden haben, oder? Okay, ja, ich war ja bei dieser Marina vorgestern. Ich hatte auch Sex mit ihr, aber ich habe sie nicht umgebracht. Wann waren Sie bei ihr? Abends. Wann abends? Puh, keine Ahnung. Keine Ahnung. Komischerweise kann sich der Nachbar der Toten an einen Mann erinnern, der gegen 21 Uhr die Wohnung der Toten betreten hat. Ja, was soll ich sagen? Dieser Mann, der sieht ihn wirklich verdammt ähnlich. Naja, gut. Ich gebe ja zu, dieser Typ sieht mir verdammt ähnlich, aber ich... Was denn? Sollen wir vielleicht eine Gegenüberstellung machen? So gut, dann war es eben 21 Uhr von mir aus. Dann war es eben 21 Uhr, ja. Eine Stunde später war die Frau tot. Also ich bin um 9:30 wieder weg. Ganz sicher, ja? Ja, sicher. Ich hab wie immer nur für eine halbe Stunde bezahlt. Ach so, Sie waren schon öfter bei der Dame? Nein, ich war zum ersten Mal bei ihr. Ich gehe nie zweimal zu derselben. Sagen Sie mal, weiß Ihre Frau eigentlich Bescheid über Ihre erotischen Ausflüge? Nein. Als sie gestern eingeschlafen ist nachher mit ihren Schlaftabletten, da habe ich mich rausgeschlichen. Sie hat keine Ahnung von meinen gelegentlichen Aktivitäten. Das sehe ich ganz anders. Ich glaube nämlich, dass Sie der Rotlichtbürger sind und Ihre Frau von Anfang an eingeweiht war. Wie hätte sie sonst in Ihrem Buch den Täter so gut beschreiben können? Das ist doch völlig absurd. Sie haben doch überhaupt keine Beweise. Ja, noch haben wir keine Beweise, aber die werden wir finden, da bin ich ganz sicher. Meine Kollegen durchsuchen jetzt in diesem Augenblick gerade Ihr Haus. Den Durchsuchungsbeschluss werde ich durch meinen Anwalt überprüfen lassen. Das, Frau Amming, das ist ein Beschluss vom Amtsgericht. Das ist eine Frechheit. Ja, das ist Ihre Ausfertigung. Können Sie gerne behalten und sich dann beschweren. Ach. Alex. Die ist verschlossen. Den Schlüssel bitte. Diese Kassette gehörte meinem Schwiegervater. Da müssen Sie schon meinen Mann zu befragen. Was ist das? Das könnte interessant sein. Alex. Ich würde mal sagen, das sind 6 richtige. Mit Zusatzzahl. Ah, ah. Diesen Brennstempel hier haben wir in der Kassette Ihres Vaters gefunden. Mein Vater ist seit Sommer 2000 verschollen. Ach was? Ja, seit einem Segelturn. Er wurde auch schon für tot erklärt. Seit damals habe ich diese Kassette auch nicht mehr gesehen. Und plötzlich taucht sie wieder auf. Einfach so. In einer Schublade. Tja, voll mit Zeitungsartikel über die Prostituiertenmorden. Und dem passenden Brennstempel dazu. Sagen Sie mal, Herr Amming, was würden Sie an unserer Stelle davon halten? Die DNA vom Brennstempel stammt nicht von ihm. Na, was habe ich gesagt? Aber von einem nahen männlichen Verwandten. Es kann sich dabei eigentlich nur um Ihren Vater handeln. Die Initialen würden auch passen. H.A. Hartmut Anning. Was wollen Sie denn damit jetzt sagen? Gar nichts. Sie können gehen. Kannst du bitte rausbringen? Wiedersehen. Vielleicht ist sein Vater auch dieser Rotlichtbürger. Der wurde doch für tot erklärt. Ich glaube, der Sohn war es. Der hat wahrscheinlich Handschuhe getragen. Hallo, das heißt doch nichts. Wenn einer verschollen ist, kann er doch noch leben, oder? Und der Nachbar, der hat jemanden gesehen, der aussieht wie er. Sein Vater sieht ihm bestimmt auch ähnlich, oder? Ja, der hat an dem Abend aber relativ viel getrunken. Könnte auch schon sein. Naja, wie auch immer. Wir müssen noch mal mit dem Nachbarn sprechen und ihm dann ein Foto des Sohnes vorlegen. Ja, das kann ich machen. Ich wollte nach Dienstschluss sowieso zu ihm fahren, ihm das Buch zurückgeben. Okay, dann versuchen wir noch mal ein bisschen rauszufinden, was es über den Verschollenen so gibt. Herr Lappermann? Ich bin's, der Ritter von der Kripo. Herr Lappermann? Oh, Scheiße. Ich bin's, Robert. Ich bin beim Nachbarn, aber der ist nicht zu Hause. Die Tür stand offen. Hier ist alles voller Blut. Am besten, ihr schickt mal die Spurensicherung vorbei.
Ein Jogger hat die Leiche vor ca. 45 Minuten gefunden. Er hat eine ganz blutige Hand. Wahrscheinlich hat er die beiden blutigen Buchstaben geschrieben. Ja, könnte ein Hinweis auf den Täter sein. Kommt ihr mal bitte? Ich habe hier sehr interessante Reifenspuren gefunden. Ja. Die hier? Seht ihr? Hier neben den Traktorspuren. Die sind von einem ungewöhnlich breiten Reifen mit amerikanischem Profil. Das kannst du so erkennen? Ja, ich interessiere mich auch privat für amerikanische Fahrzeuge. Und ehrlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass hier in dieser Region allzu viele Fahrzeuge solche Reifen montiert haben. Okay. Könnte es sein, dass das Profil von einem Ford Bronco stammt? Auf jeden Fall. Du interessierst dich auch für amerikanische Klassiker? Nee, nicht wirklich. Aber wir kennen jemanden, der so ein Auto fährt. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, was das hier alles soll. Das ganze Theater. Soll ich raten, aus welchem Wald die Erde von den Reifen stammt? Ich verstehe die ganze Aktion überhaupt nicht. Also, das müssen wir uns jetzt hier nicht mehr bieten lassen. Ich werde gleich meinen Anwalt rufen. Das können Sie gerne machen. Robert Blut. Tatsächlich. Denkst du das Gleiche, was ich denke, Alex? Ja, das ist Blut von dem Nachbarn, den Sie umgebracht haben. Warum hätte ich denn das tun sollen? Ich kenne doch den Mann überhaupt nicht. Vielleicht, weil er Sie in der Tatnacht in der Wohnung der Prostituierten gesehen hat? Und wahrscheinlich hat er noch viel mehr gesehen und Sie damit erpresst. Mein Gott, du warst bei einer Prostituierten? Ich fass das nicht. Ausrutscher, ich erzähle dir das später. Nicht später, ich will das jetzt wissen. Ich will jetzt wissen, was passiert ist, und zwar alles. Beruhig dich, ich erzähle dir das alles später. Hören Sie, ich habe die nicht umgebracht. Sie haben doch selbst gesagt, dass ich diesen Brennstempel nicht angefasst habe. Wahrscheinlich, weil Sie Handschuhe getragen haben, ganz einfach. Warum hätte ich Sie denn erwürgen sollen? Nennen Sie mir einen Grund, einen einzigen Grund. Vielleicht wollten Sie in die Fußstapfen Ihres Vaters treten und sein Werk vollenden. Oder Sie wollten das Buch Ihrer Frau ankurbeln. Wahrscheinlich stecken Sie beide unter einer Decke. Das ist doch wohl eine unverschämte Frechheit. Naja, wie auch immer, die Indizien sprechen für sich und Sie sind jetzt erstmal festgenommen. Was? Das Blut in Ihrem Kofferraum wurde untersucht. Die Leiche des Nachbarn wurde mit Ihrem Auto transportiert. Und zwar kurz nachdem er erstochen wurde. Ja, und wann soll das gewesen sein? Gestern um 19 Uhr. Da habe ich bereits geschlafen. Um 19 Uhr? So früh? Ja. Meine Frau hat mir noch eine Tomatensuppe gekocht. Dann bin ich plötzlich total müde geworden und bin eingeschlafen. Ja, Tomatensuppe macht mich auch immer so müde. Mhm. Dich auch? Ja. Mann, erzählen Sie keinen Quatsch. Ja, wirklich. Ich bin sogar unwahrscheinlich müde geworden, so als ob ich eine Schlaftablette genommen hätte oder so. Eine Schlaftablette? Ja, meine Frau nimmt regelmäßig Schlaftabletten. Und ab und zu mal nehme ich auch eine. Deswegen weiß ich auch, wie sich das anfühlt. Könnte es vielleicht sein, dass Ihre Frau Ihnen ein paar Schlaftabletten unter die Suppe gemischt hat? Warum hätte sie denn das tun sollen? Sie haben doch bestimmt einen Zweitschlüssel für Ihr Auto. Ja. Der hängt im Flur am Schlüsselbord. Normalerweise. Aber Sie glauben doch nicht, dass meine Frau den Nachbarn umgebracht hat. Warum auch? Naja, vielleicht steckt Ihre Frau hinter den Prostituiertenmorden. Und der Nachbar hat sie beobachtet und damit erpresst. Und deswegen musste er weg. Ist Ihre Frau denn eifersüchtig? Eifersüchtig? Das ist ja gar kein Ausdruck. Sie spioniert sogar in meinem Handy. Dann könnte es doch sein, dass Ihre Frau von den Besuchen bei den Prostituierten gewusst hat. Oder? Ach, das ist so. Warum rächt sie sich dann nicht gleich an mir? Das wäre doch für sie ganz einfach. Sie hat sogar eine Waffe. Überlegen Sie doch mal. Ihre Frau wollte, dass der Verdacht auf sie fällt. Sie hat die Leiche des Nachbarn mit ihrem Auto transportiert. Ihre Frau wollte nicht, dass sie sterben. Sie wollte, dass sie ganz, ganz lange Zeit im Gefängnis dafür büßen. Aber wie wollen wir ihr das nachweisen? Naja, wir können uns ja die Eifersucht seiner Frau zunutze machen. Was ist denn, wenn er sich zum Schein mit einer Prostituierten verabredet? Ja, perfekt. Bisher ist alles nach Plan gelaufen. Ja, schon. Der ist jetzt schon eine halbe Stunde da drin. Was macht er so lange? Ja, vielleicht ist er auf den Geschmack gekommen. Ja, schon klar. Die Frau, mit der er verabredet ist, ist ja auch ein heißer Feger. Zugriff.
dreckige Schlampe! Was machst du hier im Isarkern mit der Schlampe? Redet man so mit einer Polizeibeamtin? Zum Glück hat ihr meine Munition aus der Waffe genommen. Du bist so ein mieser, kleiner Dreckskern! Du solltest dafür büßen! Du bist kein Dreck besser als dein Vater! Was soll das denn jetzt heißen? Der war doch besessen davon, gestört, besessen, die Welt von Prostituierten zu befreien. Und das habe ich gleich gemerkt, als ich die Kassette im Keller gefunden habe, kurz nach unserer Hochzeit. Und dann haben sie ihren Nachbarn umgebracht, weil er sie am Tatort gesehen hat, nachdem ihr Mann gegangen ist, stimmt's? Er hat mich erpresst. Was wollte er denn von Ihnen? Er wollte Sex. Das war so widerlich, wie er vor mir stand mit der offenen Hose. Er stand nach Schweiß und nach Bier. Und ich habe mich so geekelt. Und dann habe ich dieses Küchenmesser gesehen. Und ich habe es gegriffen und dann zugestochen. Aber das war im Affekt. Ich glaube, das Ganze war geplant. Sie haben sich den Wagen von Ihrem Mann ausgeliehen und alles so aussehen lassen, als ob es er gewesen wäre. Sie sind vorläufig festgenommen. Apfel. Hendrike Amming wurde wegen vollendeten und versuchten Mordes sowie Totschlags zu lebenslanger Haft verurteilt. Ihr Ehemann hat sich inzwischen von ihr scheiden lassen.